Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Nuka World. Guck mal, wie traurig die beiden sind, weil sie nicht getragen werden. Oh. Hey, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass da vorne Nuka-Cola Quantum draufsteht in Gold auf der Rüstung. Ist cool. Aber wisst ihr was? Wenn die Rüstung all die Jahre in diesem Schaukasten stand, warum ist die eigentlich so zerkratzt? Da war nichts drin. Da kommen ja wahrscheinlich nicht mal Wind und Sand oder sowas rein. Die müsste ja da einfach nur so stehen. Geschützt. Wir werden es nie erfahren. Aber sie ist zumindest nicht ganz so rostig. Also eigentlich sogar gar nicht rostig, oder? Ja doch, das ich sehe, das sind schon ein paar Rostfleckchen. Aber so im Großen und Ganzen ist die eigentlich eh noch ganz gut erhalten. Aber die Kratzer, aber sie ist auch bei weitem nicht so zerkratzt wie die hier. Wenn ich mir die hier nah anschaue und die... Naja, so viel schenkt sich das nicht. Als wäre einfach über die mit seinen tiefen Kratzern und den Rostflecken drüber lackiert worden. So sieht die aus. Ohne, dass man die abschmirgelt. Naja, was weiß denn ich? Jetzt regnet es auch noch. Dann gehen wir mal an die Arbeit. Wenn es regnet, ist doch die schönste Zeit, um draußen zu arbeiten. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt... Oh, guck mal, wie schön... Na, schön ist vielleicht das falsche weißt du, was Wort. Ein guter Tag ist? Es sieht eher ein bisschen weird aus. Aber immerhin weht unser Weizengetreide im Wind. Herrlich. Gut, dann bauen wir mehr Zaun. Viel laufen, wollen mehr kämpfen, sagt Strong. Aber ich sag viel bauen, wollen mehr wohnen. Okay, jetzt baue ich hier wirklich noch einen Zaun rum. Ich versuche das einigermaßen schnell zu machen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich versuche, schnell zu bauen. Ich kann nichts versprechen. Manchmal dauert es dann eben doch alles ewig länger. So, jetzt baue ich hier nämlich einen Zaun hin als erstes, damit das schön an dieses Haus angrenzt. Und ich denke mir dann so, oh, ist das toll. Und wenn wir dann später die Scheune bauen, werde ich da kein Eckteil hinbauen können, weil da der Zaun steht. So wird es kommen. Ich weiß es jetzt schon. Ich mach's trotzdem. Weil ich bin voll. Ich bin einfach so ein Rebell. Gegen das System. Ach komm schon, Baum. Der Baum ist ein Arschsystem. Wisst ihr was, warum machen wir nicht hier einfach den Zaun? Weil er hier irgendwie einen halben Meter in der Luft schwebt? Ja, das ist ein Argument. Ah, das geht ja schon gut los. Ich will den Baum hier ehrlich gesagt echt nicht abreißen, weil eigentlich finde ich den cool. Hey, warum machen wir nicht hier den Zaun? Neben dem Scheunentor direkt. Das ist doch cool. Machen wir hier einen Zaun. Also wirklich Zaun. Kann ich dich nicht vielleicht... Warum muss ich dich ungefähr 3 Meter von der Wand weg entfernt platzieren? Ist das dein Ernst? Also komm. Das ist doch schon wieder reine Schikane. Ich glaube manchmal, die haben das mit Absicht gemacht. Ich glaube, die Entwickler... Ich glaube, das ist so ein Langzeitplan, um die Menschheit verrückt zu machen. Die wollen Nuka World in die Realität umsetzen und wollen das... Der erste Schritt ist dieser Editor. Da sollen die Ersten schon mal dran zerbrechen. Hey, cool, machen wir so. Das ist absolut super. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen weiter. Okay, da geht's schon los. Da müssen wir schon den ersten Zaunpfahl einfügen, um das Ganze ein bisschen niedriger zu machen. Weil sonst schwebt wieder so viel. Das sieht doof aus. Okay, können wir jetzt hier einfach so weiterbauen? Ach ja, das geht schon, oder? Ich glaube, die schweben jetzt alle ein bisschen über dem Boden. Ach, hier beim letzten wird es schon ein bisschen extrem. Ich glaube, den packe ich nochmal weg. Weil wenn dann so große Höhenunterschiede sind zwischen dem neuen Posten, den man einfügt, und dem alten Zaun, sieht es auch wieder doof aus. Sieht hier schon doof aus. Ich muss hier, glaube ich, überall nochmal extra Zaunpfosten einfügen. Naja. Das tut man nicht alles für eine schöne kleine Farm. Also ich zumindest. Ich würde aber ehrlich gesagt, ich meine, ich baue ja wirklich gern und so, aber ohne diese Let's Plays, also ohne euch, würde ich auch nicht so viel und so detailliert bauen. Da würde ich eher mal sagen, scheiße, kein Bock mehr. Aber so
Weil man es einfach nicht alleine macht, weil ich das teile mit anderen. Das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Deswegen macht mir das dann auch wirklich Spaß. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie deswegen wegen dem Let's Play hier so durchquälen müsste, sondern mir macht es wirklich Spaß. Aber eben nur, weil ich weiß, ich teile das. So. Das ging doch schnell. Jetzt haben wir eigentlich eine große Fläche Zaun gebaut oder Fläche, eine größere Reihe Zaun gebaut, ohne größere Probleme. Wenn das jetzt hier auch noch so schön funktioniert, oh, hier haben wir schon wieder so ein Riesenloch im Boden. Es fällt einem gar nicht auf, bis man dann mal irgendwie was bauen will. Dann ist auf einmal, dann merkt man auf einmal, wie uneben alles ist. Ach, das wäre noch toll. Ich hoffe, irgendwann ist es mal technisch soweit, hoffe ich, dass die Welt wirklich so realistisch simuliert werden kann, dass ich, es ist absolut nicht notwendig oder sowas, aber einfach möglich, dass ich jetzt einfach eine Schaufel nehme und hier ein bisschen Erde abgrabe und dahin schaufel und fertig. Gar nicht, dass das großartig eine Spielmechanik ist, sondern das entsteht einfach nur aus dem Realismus der Engine, dass man sowas machen kann. Sowas wäre echt super. Mensch, was ist denn hier schon wieder los? Sieht doch furchtbar aus. Ach ja, das ist echt so ein riesiges Loch. Das ist irgendwie echt bescheuert. Aber was soll man machen? Da kann man jetzt, glaube ich, echt nichts machen. Ich nehme mal das andere Zaunteil mit den anderen Löchern. Einfach nur, damit ein bisschen Abwechslung drin ist. So, aha. Ach so, ich war einfach nur zu weit hinten. Ich dachte schon, man könnte das jetzt platzieren, wo man will. Stimmt aber gar nicht. So, hey, so einen können wir doch auch mal nehmen. Warum nicht? Okay, schweben die jetzt schon wieder hier, oder? Jo, ein bisschen, das geht. Das ist cool. Kein Problem. Ha, irgendwie kann ich den jetzt schon da ziemlich rein versenken. Das ist cool. Hätte ich den mal schon früher gefunden. Da gibt es ja zwei Pfähle anscheinend. Den Pfeil hier. Der ist ein bisschen tricky. Und den Pfeil hier, den kann man anscheinend relativ weit in andere Pfähle reinschieben. Na, auch nicht immer. Jetzt gerade mag er nicht mehr. Ach, naja, was weiß denn ich. Okay. So. Anscheinend ist er wirklich an so einem kleinen Hang irgendwie, weil es wird immer tiefer, der Zaun. Ja, ist auch wirklich so. Es geht da ziemlich bergauf die ganze Zeit. Oh, jetzt komme ich aber schon weit vom Feld weg, oder? Nee, das hier gehört auch noch zum Feld. Nee, eigentlich gehört es nicht mehr zum Feld. Eigentlich ist es einfach nur irgend so ein Baum. Eigentlich könnte ich den mal da hinten zu den anderen Bäumen stellen. Hier bist du unter deinesgleichen. Ja, eigentlich. Oh. Verdammt, eigentlich komme ich ziemlich schief hin hier. Na gut, ab hier nochmal, baue ich ein bisschen um. Der muss mal dahin und dann drehe ich den einfach ein kleines Stückchen rüber. Darf auch ein bisschen größeres Stückchen sein, so vielleicht. Und dann bauen wir hier einfach wieder weiter. Ja, das ist schon okay, glaube ich. Wie gesagt, da hat man immer die schöne Ausrede, dass das hier immer noch Fallout ist und da muss nicht immer alles so schön sein. Da passt ja auch viel besser in die Welt, wenn es mal ein bisschen schief und hässlich ist. So. Zaunpfahl hierher. So, es wird Zeit für ein Tor, würde ich sagen. Es wird höchste Zeit für ein Tor. Tor, 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 Tor. Ach so, Moment. Dann brauchen wir hier keinen Pfosten, wenn wir hier ein Tor bauen wollen. Ich verstehe schon. Okay. Genau. Dann können wir eigentlich wieder sowas machen. So. Moment, genau, hier. Ich drehe den wieder ein bisschen. Genau, cool. Okay. Na komm, was ist denn los? Nicht in die Richtung. Ja, so, gut gemacht.
So, noch ein paar Stempen und dann haben wir die letzte Kurve gemeistert. Ja, das geht schon. Okay. Dann weiter. Oh, das sieht ja eigentlich cool aus, aber weg damit. Ach so, das ist nicht mal ein echter Pfosten. Na gut. So. Nur noch ein paar Meter, dann haben wir es geschafft. Der Zaun, jetzt versinkt der Zaun wieder ziemlich im Boden. Ich glaube, ich muss den ein bisschen rausholen, weil sonst ist der bald irgendwie lächerlich niedrig. Ist halt jetzt wieder ein gewaltiger Höhenunterschied, den wir hier haben. Sowas sieht eigentlich, gefällt mir gar nicht. Mache ich vielleicht in kleineren Stufen jetzt mal an der Stelle. Genau, und hol den hier schon wieder aus dem Boden raus. Eigentlich ist der da schon so niedrig, kann das sein? Ja, der ist da schon ziemlich niedrig. Ich muss den da schon aus dem Boden rausholen. Na komm, los, Pali. So, genau, dann sieht es hier nämlich auch nicht ganz so extrem aus. Ja, dann wird das schon, glaube ich. Genau. Jedes Zweierstück holen wir dem wieder ein bisschen aus dem Boden. Dann ist der Unterschied nicht so ganz extrem und es passt schon. So, da liegt auch noch ein Stempel. Her damit. Da ist auch noch einer. Ich stelle den gleich mal auf. So, jetzt müssen wir schauen. Es wäre nämlich schon cool, wenn wir hier abschließen könnten. Das heißt aber, wir müssen ein bisschen nach oben wieder. Ein kleines Stück erstmal. Keine Ahnung. Das war jetzt vielleicht eh schon viel zu steil. Naja, das könnte sich einigermaßen vielleicht ausgehen. Weiß ich nicht. Das wird wieder eine Fummelei. Sehe ich jetzt schon. Aber wir versuchen es mal. Dass wir das irgendwie so ineinander schieben, das Ganze. Ich habe jetzt mal die Demo von Dragon Quest Builder getestet. Das Spiel hatte ich ja schon ein bisschen auf dem Radar. Also so ein bisschen zumindest. Aber habe mich jetzt nicht so umgehauen. Ich habe es für einen Minecraft-Klon mit RPG-Fokus gehalten. Aber so ganz. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ganz nett, aber es ist jetzt nichts, was ich, glaube ich, großartig. Nee. Na gut. So, Zaun. Das gefällt mir jetzt hier aber nicht, wie das hier ist. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Aber wie sollen wir das ein bisschen anders machen? Also, das ist ja alles nicht so leicht. Noch dazu, wenn der Zaun hier so super hoch schwebt. Okay, dann habe ich doch einen kleinen Plan zumindest, ein Plänchen. Gut, hier mal ein Teil hin. Ach ja, dieses kleine Loch hier, das stopfen wir mit Holz. Würde ich sagen. Oder ich wüsste nicht mit was sonst. Obwohl, doch, das ist schon okay. Ich mache mal hier mit Holz weiter. Aber da kommt dann noch zur Verkleidung was anderes drüber, würde ich sagen. Und zwar irgendwelche Schilder, so Safety-Schilder und sowas. Naja, komm, machen wir es so. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie Dekorationsobjekte drüber hängen können. Hier zum Beispiel bei den eben Bildern. Nee, Gemälde jetzt nicht gerade. So Schilder. Oh, das sieht aber schön aus. So, was hängen wir hier auf? Ich schau mal, was ist, was wir. Was haben wir denn hier so im Angebot? Nein, wisst ihr was? Es gibt ja doch sogar extra Nuka World Schilder. Schauen wir uns die doch mal an. Oder hier so Galactic Zone Zeugs. Ich weiß nicht, warum das jetzt so weit weg ist hier. Hier so ein Nuka Girl. Oder sowas hier. Oder eine Riesenrakete. Aber da gibt es doch auch noch andere. Es gibt doch ganz normale Schilder. Und ich meine nicht solche Schilder.
Hier sind eher Statuen, oder? Mülleimer, Autoscooter und eine Fahne. Nö. Apfelanlage. Vielleicht muss ich einfach nur hier schauen mal. Vielleicht sind hier hinten. Ah gut, hier war so ein Employee Shield. Hier sind diese Pfeile. Ich dachte, dass es mehr normale Schilder gibt. Ah, hier gibt es sowas. Was steht da? Attention? Clothes. Ah, okay, man braucht Kleidung, um die Gefährte zu nutzen. Und Arme und Beine im Fahrzeug halten. Und was steht da? Wenn ihr vom Gefährt spuckt, werdet ihr vielleicht aus dem Park geworfen. Na gut, da gefällt mir noch die beste, als beste Lösung so ein Pappkamerad. Aber weil wir hier eine Farm haben, würde ich eher sagen, irgendwie sowas. Aber die haben hinten wieder diesen Aufsteller, deswegen kann man sie wieder nicht nah dran platzieren. Aber das kriegen wir vielleicht hin. Oder einfach so Heuballen. Also die Heuballen werde ich ja in der Scheune ziemlich viel zur Dekoration benutzen. Oder so ein Kaktus, finde ich auch cool. Ich glaube, ich stelle hier einen Kaktus hin und daneben einen Heuballen. Nee, kein Heuballen. So, dann hätten wir das. Ja, der Zaun ist schön genug. Ausgezeichnet. Cool, dann haben wir jetzt hier eine Farm. Das ist schon mal doch, ist schon mal ein schöner Anfang, oder? Jetzt müssen wir aber hinten noch eine Scheune bauen. Oh, Moment, weil hier stehen noch Zaunstempel. Die brauchen wir gar nicht. Die müssen weg. Oder die können weg. Ich glaube, wenn ich den Baum abreißen würde, würde auch dieser Dreck hier verschwinden. Aber dann verschwindet auch dieser Baum. Und anscheinend stützt dieser Baum den Mond. Also wenn ich den Baum abreiße, stürzt der Mond auf die Erde höchstwahrscheinlich. Deswegen lasse ich das lieber. Zur Scheune. Auf zur Scheune. Ich weiß noch, als ich, ist schon ein paar Monate jetzt her, als ich am großen Wasteland Museum rumgebaut habe, hat mir mal einer in den Kommentaren geschrieben, dass ich immer nachts baue. Ich soll doch mal irgendwie tagsüber bauen. Und es stimmt, jetzt ist schon wieder Nacht und ich baue. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, in dem Spiel ist ständig Nacht. Kann es eigentlich sein, dass der Tag in Fallout 4 2 Stunden dauert und die Nacht irgendwie 22? So kommt es mir irgendwie vor. Es ist irgendwie immer Nacht. Naja. Na gut, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge für heute. Beim nächsten Mal bauen wir dann die Scheune ein bisschen. Ich habe noch gar keinen Plan, wie man das macht. Ich hoffe, da wird irgendwie was Ansehnliches draus. So ein bisschen ansehnlich zumindest. Brahmins bräuchten wir. Jetzt muss ich noch mal kurz was schauen. Kann man hier so Käfige bauen in Nuka World? Ja, man kann alle möglichen Käfige hier bauen. Also können wir auch hier in der Scheune theoretisch dann einen Brahmin-Käfig bauen. Dazu bräuchten wir Klingenkorn. Naja, das pflanzen wir doch an, oder? Kann man Klingenkorn anpflanzen? Ja, ich glaube, das ist Klingenkorn. Die Büsche. Wo sind die denn? Da. Oder? Ist das Klingenkorn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnten wir Brahmin fangen hier. Damit wir ein paar Kühe haben. Und vielleicht einen Todeskrallenkäfig, damit wir ein paar Todeskrallen haben. Dann gibt es Todeskrallenmilch. Köstlich. Ich frage mich, ob die Säugetiere sind. Ja, die legen Eier. Unwahrscheinlich. Wenn die nicht gerade ein bisschen Schnabeltier in sich haben. Nee, aber ich habe gehört, dass die... ich habe gelesen im Wiki, dass die von Chamäleons abstammen. Also, dass Chamäleons... Also Deathclaws sind ja quasi als
Waffe vom US-Militär gezüchtet worden vor dem Krieg und sind dann, als die Welt unterging, ausgebrochen. Und Chamäleons waren wohl die Grundlage für die Deathclaws. Dann kam irgendwie noch ganz viel dazu und wurde engineert und so weiter. Aber Chamäleons, insofern sind es ziemlich sicher einfach Reptilien. Ich hoffe, dass Chamäleons wirklich Reptilien sind. Nee, Amphibien sind es nicht. Sind Reptilien natürlich. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich drehe mich jetzt nochmal ganz schnell im Kreis. Wow, als ob wir durchs Weltall fliegen würden. Der Mond stört ein bisschen und die Scheunentür müsste man an einer hohen Stelle machen. Okay, wo waren wir? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao. Well, the refreshment's the most wonderful.